Es ist soweit, liebe Freunde. Wir sind in der letzten komplett unbefleckten Welt in Super Mario Odyssey angekommen, die wir bereisen werden. Ich dachte, wir ziehen uns für diesen Anlass mal sehr schick an. Denn es ist ja eine sehr noble Welt. Es sieht ja sehr gut aus. Und ich freue mich darauf, endlich diese Hutwelt zu erkunden. Es hat mich viel Energie gekostet, das zurückzuhalten und nicht in diese Welt zurückzukehren. Und ja, willkommen zurück. Wir haben deine Heldentaten genauestens verfolgt. Das finde ich aber gut. Ah, das ist halt eine geile Welt. Das ist halt wirklich eine geile und schöne Welt. Und ich bin mega mäßig gespannt. So, da gibt es auch wieder den Nebel. Der kann da gute Gappy wegmachen. Was? Lassen sie in ein anderes Land reisen. Ja gut, die werden jetzt wahrscheinlich da ihre ganze Tour da machen. Während wir natürlich nicht mehr unterwegs sein werden. Wir werden jetzt hier das als finales Ziel sehen und danach ins Pilzkönigreich zurückkehren, ne? So, was haben wir denn hier alles? Da ist der gute Piepmatz und da unten ist auch was. Zum Glück hat sich die Lage etwas beruhigt. Ja. Können wir noch ein paar Münzen rausschlagen. Und den Paracooper, den werde ich mir direkt mal ausleihen. Weil da fällt mir gerade ein, dass der Mondblock da an einer Stelle ist, die so aussieht, als könnte man da nur mit einem Paracooper-Kleider hin. Also Leute, unser letzter Mondblock wird freigeräumt. Wir sind auf dem finalen Pfad Richtung... Ja, Finale, ne? Gut, dann leuchtet noch was unter der Brücke und da sind noch Münzen. Da fliegt auch ein Vogel rum. Hier gibt es so vieles wieder zu entdecken. Ja. Sehr schön, Leute. Das ist geil. Ah. Und alles völlig blind. Ich habe mir noch kein Let's Play, keine Videos, gar nichts zu dieser Welt hier angeguckt. Ich wollte sie noch einmal komplett blind erleben. Ah. Das war so schwer. Die ganzen Let's Player, die sind da zurückgegangen zu dieser Welt und haben gedacht, gut, machen wir das halt jetzt anschließend und so weiter. Und ich habe da gekämpft mit, weil ich wollte das nicht. Oh, die Münzen hier sind aber schnell zu finden. Ich habe die Peach sogar schon gehört. Die gute Peachy. Das ist auch ein Mond. Das geht hier alles wahrscheinlich jetzt ein bisschen schneller, weil es halt einfach, ja, es ist die allererste Welt, wisst ihr. So, da konnte man auch beim letzten Mal nicht lang. Da wird es dann auch direkt mal weitergehen. Ich will jetzt erstmal so ein bisschen alles abfliegen, damit wir das erledigt haben. Da geht meine Stimme auch langsam weg. Ich glaube, das ist tatsächlich auch der letzte Part, den ich für heute aufnehme. Wollen ja nicht, dass ich hier komplett stumm bin, ne? So. Das Wichtigste hier scheint zu sein, dass man eine Höhe beibehält und nicht übertreibt. Gut. Gut, gut. Oh, da geht meine Stimme langsam wirklich weg. So, Notenjagd im Nebel und da hinten fliegt auch noch was rum. Da waren wir doch gerade eben, Mensch. Da haben wir uns doch den Paragumba hier geholt. So, entlang der Brillenbrücke. Ist das eine Brille? Sieht aus wie eine Brille, ja. Tatsächlich. Ach, geil. Und wir kriegen ja hier sogar noch ein Kostüm neu, ne? Ist das Mondlicht nicht beruhigend? Ja, doch, es ist sehr beruhigend sogar. So. Dass da etwas drin ist, hat man ja schon von Weitem gesehen. Am Hut drehen, Preis gewinnen. Das ist auch was. Wann gehst du denn zur Seite? Ich habe gar nichts Angst, nicht mal vor Paragumbas. Wenn das nicht der ultimative Tipp war gegen ihn. Gott sei Dank haben wir hier einen. So, die können immer nur dann höher fliegen, wenn sie eine andere Plattform betreten haben. Da.
Dachtest du ja wohl so, hä? So, den Mond kriegen wir wohl mit dem Frosch. Alles gleich. Oh Gott, ey, geil, ey. Mann, diese Welt, ey. Hat doch Angst, ne? Hat er doch Angst. So. Chapeau-Blockade. Da traut er sich doch nicht so richtig. Gut, dann nehmen wir doch direkt mal diesen Mond da hinten mit. Und hier muss auch irgendwo der letzte versteckte Typ sein. Glaub da schon dran. So, da hinten ist auch der Vogel. Den werde ich jetzt aber wohl nicht cachen können. So. Ah! Oh Gott. Oh Gott, wir sterben im Hutland. Wir sterben im Hutland. Was ist das denn? Netterweise stehe ich hier einfach völlig blöd in der Gegend rum. Da hinten leuchtet schon wieder was. Das haben wir schon. Das hatten wir schon. Da oben ist noch so ein Mond, den ich mit dem Frosch holen muss. Ich muss halt nur springen wie so ein normaler Mensch und nicht wie so ein Bekloppter, ne? So. Darf nicht vergessen, dass wir nicht auf dem Mond sind, trotz allem. So. Zack. Und schon geht das klar. Hopsa, komm schon. Einfach nur da drauf. Nein, einfach nur da drauf. Und den da. Den da. Ah. Ich wollte schon sagen. Den da einsacken. Frosch hüpfen über dem Nebel. Easy peasy, lemon squeezy. Oh Gott, ich dachte, der nimmt die Mütze. Warum nimmt der denn nicht die Mütze? Was ist denn, Mario? Was ist denn mit dir los? Du kannst doch nicht hier jetzt im letzten Part dann nochmal so ein bisschen rumfailen, wie du Bock hast. In den letzten paar Parts. Aber so. Ich glaube nicht, dass das ein Part wird. Glaube ich irgendwie fast nicht dran. So. Da oben der noch. Ich hoffe, dann hat es sich ausgefroscht. Quack. Das da hinten hatten wir dann alles schon. Dann kommt das Tic-Tac-Gedöns gelöt. So, wie kommen wir denn jetzt am besten dahin? Wo war der denn jetzt? Der war doch hier irgendwo. Da ist er doch. Nee. Erstmal aktivieren wir das hier. Dann ist der Frosch natürlich weg. Ja, gut, macht ja alles nichts. Wir müssen tatsächlich nochmal in ein anderes Land reisen, sehe ich da hinten. Und zwar ins... Das ist im Mondland. Das ist wirklich im Mondland. So. Ach Gott, hier hat unsere Reise angefangen. Wisst ihr noch? Wisst ihr noch? Hallo! Na, wie geht's, meine Damen? Tiara hat mir erzählt, wie toll sie es findet, dass sie die Schiffe in ihrer Heimat wie Hüte aussehen. Das Panorama ist atemberaubend. Die Bewohner sind ja so freundlich. Sie haben mir einen Mond geschenkt, aber du kannst ihn gerne haben. Yeah! Peach im Hutland! Mensch, Peach. Mir scheint, als hätte ich alle Länder dieser Welt bereist. Oh, aber gibt es nicht auch außerirdische Territorien? Ja, aber da warst du doch schon. Du warst doch schon im Mondland. Da war sie nicht im Mondland. Doch, ich glaube, sie war im Mondland. Sie will uns jetzt nur verwirren. Nee, so ja nicht. So, Tic-Tac, bevor ich das Tic-Tac-Dings vergesse. Den Vogel auch im Auge behalten. Immer so ein bisschen die Route merken. Was ist da eigentlich? Da sind nur Münzen unterwegs, Mensch. Ja. Mhm. Da musst du, glaube ich, eigentlich nur ganz ruhig bleiben. Dann hast du da wenig Stress.
ich habe ja gar keinen Hut. Warum will ich mit Hut springen? Mann, Sascha, was ist nur los mit dir? Anscheinend nichts Gutes. So. Nichts Gutes, Hutes. So. Und dann jetzt wirklich ruhig bleiben. Und dann ist das Ding auch gegessen. Hutland Trick Tic-Tac-Turnier 2. So, dann an den Frosch drankommen. Wir haben fast alle Schiffe repariert. Das ist ja gut. Das habt ihr gut gemacht. So, unten sind bestimmt auch irgendwo noch Münzen versteckt. Normale Münzen nur. Da kommt der Vogel. Kommt er hier lang? Birdie? Auf jeden Fall fliegt er an dieser Insel lang. Das haben wir damit schon mal gesehen. Und da hinten brauchen wir auch tatsächlich noch einmal einen Paracooper. Paragumpa. Gumba, 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 Gumba. So. Was haben wir denn hier noch? Also, wir haben noch das eine Bild mit dem Hutdingens aus dem Pilzkönigreich vor dem Mond. Ist das hier? Ja. Ist das hier, genau. Mit Pilzkönigreich Kunst gefunden. Ja. Hat funktioniert, ne? Hat funktioniert. So, kann ich von einem noch höheren Ort... Ja, kann ich. Ja, kann ich. Fällt mir gerade ein. Was mir aber direkt... Oh Gott, mir fällt hier so vieles ein, ne? Das ist unglaublich, was mir hier alles einfällt. Zum einen könnten wir noch... Das mache ich jetzt zuerst. So. Zum einen könnten wir mal noch hier reingehen. Nochmal lila Münzen. Die kriegen wir wie Hülle und Fülle hier. In Hülle und Fülle kriegen wir die. Moment. So. Und zwar gucke ich jetzt mal, ob hier irgendwas rumfliegt, was verdächtig ist. Das sind alles Hüte. Aber da fliegt ein Taxi. Seht ihr? Und das dachte ich mir doch schon, dass das auch hier in diesem Fall so ist. Jetzt wissen wir, wie die alle rumreisen. Wo fliegst du jetzt hin? Oh, da unter dem Hutturm ist auch noch ein Mond. Da geht's aber ab, hä? So. Hätten wir. Dann ist hier ein Paragumba. Der ist ja wie gerufen. So. Boah, die haben mich jetzt aber erschreckt. So. Da hinten noch irgendwo einen einsamen Mond rumfliegen sehen. Ich glaube auch am Start irgendwo. Oh, da ist noch ein Tic-Tac-Turnier tatsächlich. Wo war denn der einsame Mond jetzt? War hinter dem Turm noch was? Da ist ein Paragumba. Und hinten dran ist tatsächlich noch was. Mensch. Da verschlägt's mir ja glatt die Sprache. So, warte mal. Bevor wir uns das jetzt angucken. Oh Gott, das sind Wellen, ne? Da bist du direkt hinüber, wenn du da reingerätst. Oh! Apropos Mensch. So, da kommt eine höhere. Hoch, 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 hoch. Jetzt kannst du wieder. So, schnapp dir das Ding schnell. Ist das der einzige Mond hier drinne? Oder gibt's hier noch was? In den Giftwellen. Steckt sich auch keiner mehr irgendwie hier unten oder so? Da? Da kann man durchfliegen. Ja, sind zum einen sind hier noch diese Münzen versteckt. Zum anderen könnte ich fast wetten. Ja, dass man da... Genau, da ist doch schon was. Step by step, schön hoch. Da ist doch noch einer, Mensch.
Hätten sie uns fast wieder hier so mit halben Sachen rausgeschickt. Aber so einfach ist das nicht. Nee. So. Entdeckt. So. Der Vogel, da fliegt er auch nochmal rum, ja. Wo habe ich denn jetzt dieses einsame Inselchen gesehen? Können wir den Vogel eigentlich so einholen mit dem Goomba? Fliegen wir schnell genug? Sieht wohl so aus. Ja, dann machen wir das doch einfach. Nehmen wir den doch einfach so mit. Vögelchen. Stell wieder um. Hey! Schau mal. Kann man mit dem nicht angreifen? Ne, mit dem kann sie nur sprinten. Jagen wir hier den Vogel, oder was? Ja. So, jetzt haben wir, ne? Sehr schön. Flatterhaft im Nebel. Das hatten wir schon. Und da hinten, ich glaube am Start war da noch was, ne? Da ist noch ein einsamer Mond. Ja, da hinten ist er doch auf dem Schild. Das dürfte dann auch der letzte flatterhafte Mond sein, glaube ich. Beziehungsweise da hinten ist noch so ein Schild. Wobei ich glaube, warte, ich teste mal was. Nee. Da ist doch noch ein Schild. Sind die denn zufällig platziert oder ist da noch was? Sieht so aus, als wären die nie... wären die zufällig platziert. So. Gefahrenschild. Da ist noch ein Hase, den wir fangen müssen. Das hört aber auch nicht auf, ne? Mit den Hasen da. Es hört auch nicht auf mit den Fails mit den Hasen. Zack. Boah, dreimal ins Gesicht getreten. Das ist aber jetzt nicht so meine Art. Gut, hoppeldi-hopp beim Schiff. So, den Frosch hätte ich nochmal gerne. Ich hätte nämlich tatsächlich trotzdem gerne diesen Mond da hinten. Er springt nicht ganz so hoch, wie man das möchte. Vielleicht woanders, vielleicht von hier springen. Und da, passt mal auf, das ist ja noch ein Ticken höher. Jetzt springt er fast so hoch, ne? Ja. Aber da ist er nicht so. Das will er nicht so. Ja, vielleicht auf dem Hut landen. Du willst mich doch veralbern, ne? Egal, dann machen wir das noch in dieser Röhre hier. Gehen wir da rein. Ist eine halbe Frechheit, was er da macht. So, da ist ziemlich viel Platz. Da, 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 da. Da 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 da. Oh, da hört man nicht mehr auf zu rollen, man hört nicht mehr auf. Ach, ach Mann. Und nochmal gleich. Da hätte man einen Schwung gebraucht. Das machen wir noch immer ein schön. Mensch, Mensch, Mensch. Da fängt er automatisch an. Das ist eine Rutsche. Mensch, Ausdauerrollen. Geil. Ist immer ein schönes Feature. Ja, diese Welt. Die ist so wunderschön. So. Ich erinnere mich an diesen Ort. Ja, ich auch, Mensch, Cappy. Du bist ja... Also dir macht keiner was vor, ne? Du bist ja schon... So... Schwupps. Ein Mond für dich, Präzisionsrollen. Jawohl, so sieht das aus. Das erinnert so ein bisschen an die Rutschen in Super Mario 64, ne? So, jetzt rollen wir den Weg hier lang. Da unten gehen wir jetzt noch einmal Gas. Bringt aber gar nichts, da muss man springen. Ne, kann man nicht, ne? Gut, das wäre verschwendete Münzen, wenn wir die liegen lassen. Weiter geht's. So. Hätten wir das.
Ich würde sagen, Freunde, wir beenden den Part an dieser Stelle. Es war doch nicht der letzte Super Mario Odyssey Part. Ist doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Kommentiert, dann könnt ihr ja mitgestalten. Abonniert, dann bleibt ihr aktuell. Däumchen, wie gesagt, wäre mega geil, ne? So, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.